Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde. Hier ist die Saus, das haben wir wieder für euch an einem phänomenalen Montagabend. Denn gleich gucken wir die neue Folge der 7. Staffel von Game of Thrones, also die erste Folge von der 7. Staffel. Und ich habe mich wirklich versucht, nicht zu spoilern. Also ist ja mal Wahnsinn, dass ich halt Sachen gegangen bin und so und YouTube und so. Und ich weiß ein bisschen was, worüber ich nicht stolz bin, aber es zu sehen wird ja dann nochmal was anderes sein. Also lasst uns die erste Folge der 7. Staffel schauen zusammen und ihr seht, wie ich auf die Folge reagiere. Also, viel Spaß! Was hier passiert ist. Sagt ihnen, der Norden vergisst nicht. Sagt ihnen, der Wind ist gekommen. Ich bin Mira Reed, Tochter des Harland Reed. Das ist Brandon Stark, Sohn des Ned Stark. Und woher weiß ich, dass das stimmt? Du warst bei der Faust der ersten Menschen. Du warst in Arthheim. Du hast die Armee der Toten gesehen.
König. Er kommt uns holen. Uns alle. Jetzt weiß er immer noch nicht. Wie haben die das gemerkt? Haben die angeklopft? So ans Tor so? Richtige Frage! Die können so weit gucken. Haben die dann abgeschätzt? Oh, jetzt sind die da, jetzt können wir langsam losgehen? Okay. Ich gedenke nicht, ein Kamin zu stricken, während Männer für mich kämpfen. Ich mag klein sein, Lord Glower, und ich mag ein Mädchen sein. Aber ich stamme ebenso aus dem Norden wie ihr. Ohne Zweifel bin ich. Und ich brauche eure Erlaubnis nicht, um den Norden zu verteidigen. Wir bilden ab jetzt alle Männer, Frauen, Mädchen und Jungen auf der Bäreninsel aus. Jawohl. Bevor wir müssen wir unsere Verteidigung ausbauen. Sieht aus, als wären wir jetzt die Nachtwache. Wenn Sie die Mauer durchbrechen, stoßen Sie zuerst auf die beiden Burgen Letzter Herz und Karolt. Der grinst immer so scheiße, ey. Ich gönn den. Wie sagte Vater früher, alles vor dem Wort, aber ist ein Haufen Scheiße. Zu mir hat er das nie gesagt. Nein, vor seinen Mädels hat er nie geflucht. Weil er uns schützen wollte. Wir sollten nie sehen, wie schmutzig die Welt wirklich ist, aber Vater konnte mich nicht beschützen und du auch nicht. Hör auf, es zu versuchen. Gut, ich höre auf, dich zu beschützen und du hör auf, mich zu kompromittieren. Ich will dich gar nicht kompromittieren. Du musst klüger sein als Vater. Du musst klüger sein als Rob. Ich hatte sie lieb, sie fehlen mir, aber sie haben dämliche Fehler gemacht und dafür beide ihr Leben verloren. Und wie schaffe ich es, klüger zu sein? Indem ich auf dich höre? Wäre das denn so furchtbar? Oh oh. Cersei aus dem Hause Lannister, erst ihres Namens, Königin der Andalen und der ersten Menschen, Beschützerin der sieben Königslande. Was will sie denn? Ich soll nach Königsmund kommen. Das Knie beugen oder das Schicksal aller Verräter erleiden. Du warst durch den Feind im Norden so beschäftigt, dass du den im Süden vergessen hast. Mich beschäftigt der Nachtkönig, weil ich ihn gesehen habe. Du würdest auch an nichts anderes denken, hättest du ihn gesehen. Es steht immer noch eine Mauer zwischen uns und dem Nachtkönig. Vor Cersei schützt uns gar nichts. Es liegen 1000 Meilen zwischen uns und Cersei. Unser blutjunger Sohn hat sich umgebracht. Er hat mich verraten. Er hat uns beide verraten. So, willst du mich verarschen? Vater und all unsere Kinder. Cersei. Ich habe sie geliebt, sie alle. Und sie sind nur noch Asche und wir sind Fleisch und Blut. Wir sind die letzten Lannisters, die letzten, die noch zählen. Selbst Lannisters können ohne Verbündete nicht überleben. Wo sind unsere Verbündeten jetzt? Du hast ja gesehen, was mit Walder Frey und seiner Familie passiert ist. Ich hörte es. Wie konnten wir so einem Mann je vertrauen? Konnten wir nicht. Er war ein nutzloser alter Feigling, aber die Freys haben uns unterstützt. Jetzt sind sie alle tot. Wer immer das war, ist kein Freund von uns. Wir brauchen Verbündete. Stärkere, bessere Verbündete. Wir können diesen Krieg nicht allein gewinnen. Meinst du, ich hätte Vater 40 Jahre lang zugehört und nichts gelernt? Wir wissen nur, wie man Dinge schiebt, die sie weder anbauen noch herstellen können. Eure Kaufreude ist nicht deswegen gekommen. Ah, weswegen ist er dann hier? Wegen der Königin. Ich glaube, Jamie merkt langsam, dass er das alles schon mal erlebt hat. Die da klopft. Oh. Naja, erzähl mal am Anfang auch so. Nicht so schön. Nee, das schon. Ja, der muss, denke ich mal, erstmal klein anfangen. Und er schüttet das noch so.
Die können mal einen guten Remix draus machen. Ob es den schon gibt? Und gesehen hast, was du sagst, gesehen zu haben. Dann glaubt ihr mir also? Das tue ich. Wiegst du jetzt noch das Herz? Das ist lecker. Und seid ihr der einzige Mensch, der sich der Zwillinge gelöst wird? Horace. Wir sind nicht wie die südlich der Zwillinge. Du hattest recht. Training. Bam, tschick, bam. Was für ein Glücksbiss. Ich will dich das letzte Wort zu ergreifen, Lord Baelish. Das war bestimmt was Gewitztes. Natürlich musste der singen. Ich werde die Königin töten. Stille. Ich sag dir, was mir keine Angst macht. Armselige Glatzköpfe wie du. Denkst du, du kannst mir mit dem Dutt was vormachen? Glatzköpfiger Arsch. Komm schon. Vielleicht haben sie ein wenig Bier versteckt. Eis. Eine Mauer aus Eis. Die Mauer. Was noch? Der Ort, wo die Mauer auf das Meer trifft. Es gibt eine Festung dort. Dort steht ein Berg. Sieht aus wie eine Pfeilspitze. Die Toten marschieren dran vorbei. Tausende von ihnen. Glaubst du mir jetzt, Krieger? Glaubst du, wir sind nicht ohne Grund her?
Wollen wir beginnen?